Wir schauen uns jetzt an, wie man am KESI ein Setup einrichtet für einen neuen Zelltyp. Wir haben im Moment den Bildschirm blank und das Erste, was wir tun, ist, dass wir uns ein neues Setup einrichten. Wir wollen jetzt hier HeLa-Zellen messen. Ich gehe hier im File-Menü in Setup Management und ich erstelle ein neues Setup, indem ich ein vorhandenes Setup kopiere. Ich könnte jetzt ein ähnliches nehmen, aber da ich zeigen möchte, welche Einstellungen es gibt, verwende ich jetzt das KESI Set. Das ist eine Basiseinstellung, in der wir dann nacheinander alle notwendigen Einstellungen für den Zelltyp machen werden. Ich sage hier Clone und da wir HeLa-Zellen messen, nenne ich dieses Setup einfach HeLa. So, indem ich jetzt doppelklicke, wird es zu meinem aktiven Setup und ich kann jetzt alle Einstellungen an diesem Setup vornehmen. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich im Measure-Menü die Messparameter einstelle. Man kann A hier für unterschiedliche Größenskalen die Kalibrierung auswählen. Das ist hier schon perfekt. 0 bis 50 Mikrometer sind für HeLa-Zellen korrekt. Unter Parameter kann ich einstellen, welches Messvolumen ich gerne haben möchte. Und das stellt man üblicherweise auf 3x400 Mikrometer ein. Und dann können wir auch schon unsere erste Messung machen. Alle anderen Einstellungen machen wir nach Durchführung der Messung. Ich habe hier schon Cups mit 10 ml Keseton vorgelegt und wir nehmen uns jetzt von unserer Zellprobe, die noch gut gemischt ist, ich mische sie nochmal kurz auf, nehmen wir uns 100 Mikroliter. Ich gebe die in das Cup mit 10 ml Keseton. Mische, indem ich das Cup dreimal drehe. Und dann muss ich die Probe hier nur auf den Probensockel des KESI stellen. Und kann die Messung auslösen, wenn ich hier im Measure-Menü auf Start klicke. Er fragt jetzt nochmal, ob ich diese neuen Einstellungen auch so übernehmen will. Ich sage Yes. Und damit messen wir in den Messbedingungen, die wir eingestellt haben. So, damit ist unsere erste Testmessung gelaufen und man sieht ganz typisch die Größenverteilung, ein Debris-Peak, ein Peak toter Zellen, der Peak der vitalen Zellen und nach hinten raus noch Aggregate. Und ich mache jetzt mal eine provisorische Einstellung, die wir dann allerdings überprüfen durch ein Testexperiment. Wenn ich hier doppelklicke, komme ich auf die Cursor-Einstellung und ich setze den Auswerte-Cursor an den Anfang des Hauptpeaks der vitalen Zellen. Dann müssen wir als nächstes ihm sagen, dass wir auch eine Vitalitätsauswertung haben wollen. Dazu klicke ich hier auf das Stem Calculation, Vitalität. Und wenn ich das getan habe, habe ich ein zweites Cursor-Paar zur Verfügung, das es mir ermöglicht, zwischen Debris und toten Zellen zu trennen. Das stelle ich auch erstmal provisorisch ein. Und dann können wir hier im Analyze-Menü noch den Verdünnungsfaktor wählen. Wir haben 100 Mikroliter Probe auf 10 Milliliter Keseton gegeben. Das heißt, unser Verdünnungsfaktor ist 101. So, das wäre die provisorische Einstellung. Damit bekommen wir auch schon ein erstes Ergebnis. Wir haben jetzt hier eine Vitalzellzahl von 4,88 × 10^5. Die Gesamtzellzahl von 5,938 × 10^5, eine Vitalität von 82,3%. Und wir sehen hier auch eine Angabe zur Reproduzierbarkeit dieser Messung. Wir haben insgesamt 5567 Ereignisse ausgewertet, Messereignisse ausgewertet, mit einer Standardabweichung von 2,5%.
Dieses provisorische Setting speichere ich jetzt in meinem Setup, indem ich hier auf Setup Management gehe und ihm sage Save Current Settings. Da ich jetzt nur noch die Auswerteparameter geändert habe, reicht es, wenn ich hier auf Actual Evaluation Settings klicke und Yes sage. Damit sind unsere Bedingungen, die Cursor Settings, die wir eingestellt haben, so eine Vitalitätsauswertung haben wollen, hier zunächst mal eingestellt. So, jetzt wird mich jeder fragen, warum soll diese Einstellung korrekt sein und wie bin ich sicher, dass ich die korrekte Einstellung der Cursor zur Trennung zwischen Debris und Tod und zur Trennung zwischen Tod und Vital auch habe. Um das sicherzustellen, machen wir ein Kontrollexperiment. Wir machen uns nämlich eine Probe toter Zellen. Dazu gibt es eine Reagenz namens Casey Blue. Ich nehme 400 Mikroliter von dem Casey Blue in einen Casey Cup. Und wir nehmen uns wieder 100 Mikroliter unserer Zellen. Das ist hier ein qualitatives Experiment, es muss also jetzt hier nicht super genau sein, es geht eigentlich nur, dass wir dann hinterher in der Größenverteilung klar festlegen können, wo werden tote Zellen gemessen. Ich gebe das hier in das Casey Blue rein und wir müssen es jetzt 2 Minuten lang inkubieren. Nachdem die Inkubationszeit um ist, wird die Reaktion durch Zugriff im Casey-Ton gestoppt. Wir geben einfach jetzt 10 Minuten der Casey-Ton drauf. Und wir haben jetzt eine Probe rein toter Zellen. Die könnte ich jetzt auch so messen, wie sie ist. Aber was wir jetzt tun, um die endgültige Einstellung festzulegen, wir setzen unsere Ausgangsprobe gezielt etwa ein Drittel an tote Zellen zu, also etwa 30%. Mischen das und messen diese Mischprobe aus toten und lebenden Zellen. Und die wird uns sehr exakt zeigen, wo die Körpereinstellung zu machen ist. Diese erste Messung muss ich nicht speichern. So, wir sehen jetzt die typische Größenverteilung, Debris, tote Zellen, vitale Zellen und wir sehen, dass die Einstellung, die wir jetzt haben, eigentlich schon fast ideal ist. Man geht jeweils mit dem Cursor in etwa in das Tal zwischen den Peaks, das heißt, der Normierungscursor wird hier an den tiefsten Punkt zwischen Debris und Tod gestellt und in dem Moment, wo man hier so eine flache Zone zwischen den Peaks hat, ist es günstiger, den zweiten Cursor eher etwas an den Peak ranzuschieben. Das heißt, auch das werde ich nur sehr wenig ändern. Das heißt, ich gehe ein kleines Stückchen hier noch vor, sozusagen ans Ende dieses Tals. Es ist hier weniger wichtig, ob man jetzt einen Kanal vorher oder hinterher dann sich endgültig festlegt für die Einstellung. Viel wichtiger ist, dass ab jetzt alle Messungen dieser Probe mit diesen Einstellungen gemacht werden. Deshalb dokumentiere ich diese Probe auch. Ich sage hier, Mischung lebt tot, ELA und speichere diese Messung entsprechend ab. Nehmen wir einfach ELA Misch. Damit haben wir unsere Ausgangsmessung für die Einstellung der Cursor dokumentiert. Und genauso können jetzt alle weiteren Messungen durchgeführt werden.
endgültig, um dieses Setup abzuspeichern, gehe ich nochmal in das Setup-Management rein und sage hier Save Current Settings, da wir wiederum nur Auswerteparameter geändert haben, gehe ich hier auf Actual Evaluation Settings, speichere diese Bedingungen in meinem ELA Setup ab. Ab jetzt wird das Messen ganz einfach, ich muss nur noch meine Probe und dann auf den Käsesockel stellen und kann eine Probe nach der anderen durchmessen, immer exakt mit den gleichen Bedingungen. Mhm.